Hallo, mein Name ist Carmen Pofanta und ich bin Ausbildungs-, Studien- und Berufsberaterin. Normalerweise bin ich vor allem in meinem Büro zu finden oder ich bin auf Info- oder Orientierungsveranstaltungen in Schulen unterwegs. Aber heute bin ich unterwegs, um mir für Enke am Beruf genauer anzuschauen. Warum? Weil am 27. April der diesjährige Girls and Boys Day stattfindet. Und Sam geht es vor allem um eine geschlechtsneutrale und vor allem auch eine freie Berufswahl. Und deswegen besuche ich heute den Klaus. Der Klaus, der arbeitet in einem eher für Männer untypischen Beruf. Der ist nämlich permanent Make-up-Artist und der arbeitet da im Friseursalon hinter mir. Und jetzt schauen wir mal, was der uns dazu erzählen kann. Kommt mit rein. Einen schönen guten Morgen. Wir können schon in die Studie gehen. Super. Okay, bitte mit. Ja, Klaus, erzähl mir mal, wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen? Ich komme von Gastgeber. Und nachdem meine Frau eben einen Friseursalon schon gehabt hat, habe ich mich eben inspirieren lassen und dann habe ich auch gesagt, okay, wir machen mal so einen Schnuppertag aus in Deutschland bei den Schulungen. Das hat mich sehr fasziniert, das permanent Make-up zu machen. So ähnlich wie Tätowierung, wird mit der Nadel gemacht, aber es ist noch Augenbrauen, Lidstrich, Lippe, kann man da dauerhaft das Make-up draus machen. Und wie schaut dann so ein typischer Arbeitstag für dich aus? Was tust du so den ganzen Tag bei der Arbeit? Wir schauen die Karteikarten durch, von den Kunden, was reinkommen. Richtige Farben her, wird alles desinfiziert, macht man noch ein kurzes Gespräch. So wie wir da jetzt, genau. Oder? Und sind das da so die Instrumente, die du verwendest? Genau. Das ist also das Gerät an sich mit einem Aufsatz. Es wird alles desinfiziert. Das sind die Aufsätze an sich mit den Nadeln. Erst wird einmal vorgezeichnet und auf der Zeichnung wird mit dem Gerät pigmentiert. Wir machen die Pigmentierung nicht wie eine Tätowierung. Eine Tätowierung ist ja viel tiefer. Wir bleiben wirklich unter der Epidermishaut. Das heißt, die erste Hautschicht. Es tut niemals bläten. Nachteil ist, wenn man einfach das Wachstum wieder raus, was man normalerweise nach einem Jahr nachmacht. Und wie geht es dir in so einem Beruf, der eigentlich fast ausschließlich oder viel von Frauen so dominiert ist, also als Mann? Ich bin am Anfang schon ein bisschen ängstlich gewesen, oftmals bei den Frauen zu reden, weil es ist ja ganz oft ja genauer und so weiter. Bis zuletzt aber auch mit den Arbeitskollegen oder mit den Mitarbeitern, besser gesagt, sie haben mich gleich mal angenommen, so was das, die Arbeit, was ich mache. Und die Kunden haben auch lockere Atmosphäre gleich mal draus gemacht. Also sie haben mich schön akzeptiert. Ich mache das ja mittlerweile seit 10 Jahren. Jetzt, wie gesagt, jetzt kennen sie mich alle, aber halt den Anfang ist es schon wirklich von mir aus ein bisschen schwierig gewesen. Aber wirklich gleich von mir aus, weil sie haben mich alle freundlich und nett angenommen. Hat mich auch stolz gemacht. Also ja, schön. Freut mich, dass ich den Weg angefangen habe. Sehr schön. Hast du voll schön zu hören. Das war voll spannend. Danke, Klaus. Sehr gerne. Danke schön. Und wenn Enke jetzt so einen Beruf auch interessieren hat oder gefallen hat oder wenn es mehr Infos dazu brauchen hat, dann seien wir für Enke da. Wir seien das Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung. Und es findet uns in ganz Südtirol, überall verteilt auf die unterschiedlichsten Stellen. Wir unterstützen gerne und helfen Enke gerne, wenn es um Fragen geht zur Schul-, Ausbildungs-, Studien- oder auch Berufswahl. Meldet Enke.